Grüßt euch. Eigentlich habe ich ja gesagt, es gab schon die Jahresabschlusstour. Jetzt ist das Wetter allerdings im November nochmal so, dass man eine Tour machen kann. Wir haben jetzt 14 Grad oder 14 Grad sollen es heute werden. Deswegen bin ich hier am wunderschönen Walchsee. Ich möchte auf den Herzogstand. Das ist der Münchner Hausberg. Und dann weiter über den Grat zum Heimgarten. Und wenn ihr das hört, wer da hinten da am Quatschen ist, das ist der DF, den ich heute dabei habe. Der da jetzt gerade für seine YouTube-Leute da irgendwas in die Kamera quatscht. Gehen wir einfach mal dazu, oder? Das ist der DF. Moin. So, 10 Minuten unterwegs. Halben Kilometer. Die Beine brennen. Ich fange das Schwitzen an. Es ist ganz schön anstrengend. Und da heißt es, im November kann man keine coolen Bergtouren mehr machen, so ohne Schnee. Vom Ausblick her aber sehr lohnenswert hier oben. Das heißt hier oben. Jetzt geht es erstmal fast 1000 Höhenmeter noch hoch. Herrlich. Hammer. Wie man sieht, haben wir jetzt gerade hier alles bereitgelegt für die erste Pause. Hunger! Nach einer Stunde. Ich gerade immer. Der Weg ist gerade so ein bisschen langweilig, deswegen haben wir auch nicht ganz so viel gefilmt. Aber oben wird der Ausblick sicher wieder viel, viel besser. Auf dem Herzogstand. Ja, hier ist ein Seil und wir wissen nicht, wofür es gut sein soll. Gut, es geht hier ein bisschen runter, aber der Weg ist so breit. Höhenmeter haben wir jetzt gerade und wenn uns nicht alles täuscht, ist das hier der Grat, den es gleich entlang geht. Nicht schlecht. 11:35 Uhr. Da oben sieht man den Pavillon, da kann man Pause machen und daneben ist das Gipfelkreuz. Wie man jetzt sieht, hier kreuzen sich unten die Wege. Und da wird es jetzt zu einer echten Pilgerstrecke auch. Also wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger mit Filmaufnahmen. So, ein bisschen Strecke haben wir jetzt schon gemacht. Auch ein herrlicher Ausblick hier. Beeindruckend. Da geht es jetzt auf den Grat weiter. Zum Heimgarten. Und da kommen wir gerade. Und jetzt mache ich einen schönen Schwenk. Da kommt dann der Grat. Und hinter uns die Alpen noch. Hammer. Krass.
macht Spaß. Auch relativ einfach. Da vorne kommt jetzt eine kleine Zwischenstation. Und das ist das Schlehdorfer Kreuz, wenn wir das gerade richtig in der Karte nachgeschaut haben. Absolutes Panorama hier. Hammer. Absolut geil. Echt. Es lohnt sich voll. Und hier seht ihr das Schild. Hier geht es jetzt auch weiter zum Heimgarten. Da oben auf. Striptease! Der DF braucht eine Pause. Nee, die Brille nervt mich. Ich ziehe sie jetzt doch wieder runter. Also, auf jeden Fall. Da vorne ist jetzt die Talsohle. Und dann geht es jetzt hoch auf den Heimgarten. Der letzte Anstieg, runde 200 Höhenmeter. Ich fühle mich vorher noch mal lachend. Nachher dann erschöpft. Ganz weit weg ist der Pavillon jetzt schon wieder. Und wir müssen da jetzt rauf. Aber ich lächle noch. Absolut schön hier. Coole Tour. Also ganz ehrlich, wer so ein bisschen auf ein bisschen anspruchsvolles Bergwandern steht, der ist hier genau richtig. Das ist so Hammer. Echt geil. Richtig geil. Noch knappe 50 Höhenmeter. Reicht auch. Ich möchte das noch mal ein bisschen relativieren, was ich da gerade gesagt habe. Dass diese Tour also hier ganz nett ist für jemand, der ein bisschen anspruchsvoller Bergwandern möchte. Dazu noch, das ist eine echt schöne Tour. Hammerschön für jemand, der ambitioniert Bergwandern möchte, aber eine gute Kondition mitbringt. Weil das schlaucht ganz schön. Ohne Mist jetzt. Schaut mal her, ich lache wieder. Ich kann auch jetzt zeigen, warum. Denn da ist das Gipfelkreuz. Ha? So macht eine Bergtour wieder richtig Spaß, wenn man oben ist. Eine Runde Sonnen, Anfang November. Schaut mal hier. Okay, jetzt haben wir gerade schön lange Pause gemacht und haben jetzt auch noch so ungefähr 2 Stunden, nicht ganz 2 Stunden, bis die Sonne untergeht. Denke aber schon, dass wir das im Hellen runter schaffen. Wenn nicht, haben wir auch Taschenlampen dabei. Wenn jetzt nichts mehr Besonderes passiert, gibt es weniger Filmaufnahmen und dann melde ich mich nochmal vom Parkplatz. Wenn es natürlich Action gibt oder was Schönes zu gucken. Wenn da Alex mal wieder schlapp macht, dann dauert es natürlich länger, ist klar. Dann filme ich das auch wieder. Von wegen. Ist das schön, oder? Das bedeutet aber auch, die Sonne geht langsam unter. Wie ihr seht, es ist etwas dunkel geworden. Wir haben jetzt hier auf zusätzliche Beleuchtung umgestellt. Sind etwas knapp dran. Also was? Nicht wirklich. Es ist Winter, November, 17 Uhr. Die ist die Sonne untergegangen, eigentlich sogar 16.50 Uhr schon. Wir haben jetzt 17.10 Uhr. Also sind rechtzeitig da. Bisschen restlich haben wir ja noch. Ne? Genau. Geht ja noch. Nur der Weg ist ein bisschen dunkel. Stolpern kann man. Ja.
Nein, stolpern kann man hier gar nicht. Nein, nein, nein. Alles gut. Man könnte vielleicht ein bisschen stolpern. Alles gut? Ja. So, wie ihr vielleicht seht oder weniger seht, es ist richtig dunkel schon ein bisschen geworden. Ich kann euch gerade mal zusätzlich Licht anmachen. Es ist dunkel und wir haben jetzt 20 nach 5. Bis darunter müssen wir noch. So 1,6 Kilometer dürften es ungefähr sein oder 1,5 jetzt. Und es ist dunkel. Es ist jetzt eigentlich sogar dunkler, als man auf der Kamera sieht. Die Kamera verstärkt hier gerade noch so ein bisschen das Licht. Man kann es nur hören, aber sehen könnt ihr es gerade nicht. Wir schmeißen mal alles Licht an, was wir haben. Das ist cool. So, wir machen jetzt hier gerade den Doppeltake mit zwei Kameras. Schlussszene, ja. 18.05 Uhr, wir haben es geschafft, wir sind wieder im Auto. Sieht man da im Hintergrund. Da, wo es rot leuchtet, ja. Ein bisschen. Ja, war absolut geile Tour. Voll das geile Panorama gehabt, immer wieder. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr und empfehlenswert. Teilweise echt anstrengend. Aber hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Hammer Panorama. Absolut empfehlenswert. Tja. Judy. Alles dann. Macht's gut. Mich. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Guckt mal, ich lache wieder. Ich kann euch zeigen, warum. Wenn ich mich jetzt nämlich drehe, dann... Ich muss jetzt ein bisschen rudern. Ich weiß nicht, ob es im Bild war. Ich mach's nochmal. Ja. Was machen sie? Filmen. Filmst du? Wenn ihr mal beim DF auf den Kanal vorbeischaut und euch das Video von dieser Tour hier anguckt und ihr hört da irgendwas von einer Wette, ob wir es noch im Hellen runter schaffen oder nicht, wo er sagte, wir schaffen das nicht mehr im Hellen runter, den möchte ich hiermit mitteilen. Er sabotiert die Wette. Mmh, lecker. Er sitzt hier nämlich schon seit einer geschlagenen Stunde rum und isst. Mhm. Wenn jetzt nichts mehr Besonderes passiert, gibt es weniger Filmaufnahmen und dann melde ich mich nochmal vom Parkplatz. Wenn es natürlich Action gibt oder was Schönes zu gucken. Wenn da Alex mal wieder schlapp macht, dann dauert es natürlich länger, ist klar. Dann filme ich das auch wieder. Von wegen, ich mache den Alex, ihr wisst schon. Das wissen sie nicht. Siehe Grünstein. Das ist noch ein Geheimnis. Erzähle ich euch irgendwann mal. Alle, die schon immer mal wissen wollten, was DF so hinter den Kulissen macht. Essen. Die ganze Zeit. Mampf, Mampf.